Best of Frenkel frotzelt. Ist das nicht euer Ernst, oder? Ich muss nicht diese kleine Gasse da hoch, oder? Ihr habt sie doch nicht alle! Machen Sie die Tür auf! Aussteigen! Machen Sie bitte die Tür auf! Ich will hier raus! Fresse, Schlampe, Mann! Ich bin Anfänger immer noch! So, warum geht die Tür jetzt nicht auf? Scheiße. Ja, weil mit meiner Frau wäre das viel lustiger. Die hat so ein kleines, Ich bin so bescheuert. Ja. Ich bin ja sowas von doof. Ja. Ja, so, ja, ja. Bist du unten? Bist du unten? Ja, ich sehe dich. Ah, shit! Ja! Ich verspreche, jetzt halte ich mal so ein, zwei Minuten die Klappe. Vielleicht passiert dann ja was. Ich schaff's nicht, ich kann nicht die Klappe halten, es geht einfach nicht. Das klingt wie Darth Vader. Ich weiß, wie es noch klingt. Es klingt wie in der Gefängnisdusche, ja, wenn so ein großer, dicker Mann hinter dir steht. Das klingt auch so. Glaube ich. Nicht, dass ich wüsste, wie es ist. Die Autos, die fallen bestimmt wieder runter, oder? Das Auto? Die Autos. War ja klar. Aber das weiß ich mittlerweile. Das weiß ich mittlerweile. Oh, Mine. Oh, Harpune. Oh, nein! Ha, Kacke! 11. Stockwerk. Uah. Uah. Und dann T. Gucken wir mal. Will jemand raus? Pass mal auf. Verarscht. Vielleicht entwickelt sich auch nicht so die richtige Stimmung, weil ich es einfach nicht ernst genug ernst genug nehme, ja? Ist das geil oder ist das geil? Komm, ihr dürft aussteigen. Ah, doch nicht. Und jetzt hat mir ein Zuschauer geschrieben, ich soll mal diesem scheiß Abschleppwagen hinterherfahren, wo der überhaupt hinfährt. Das würde ihn ganz total interessieren. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt dem Arsch hinterherfahren und gucken, was passiert. Vorausgesetzt, ich kann ihm folgen. Ich bin ja ein bisschen eingekeilt gerade. Bleib bloß hier, ich sag's dir. Fährst du jetzt rückwärts da raus, oder was? Warte, 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 warte. Ah, da will er. Er will abhauen. Okay, ich folge ihm. Mal schauen, wo der hinfährt. Na, natürlich dürfte er aussteigen. Komm, ich bin mal nicht so. Ja, aber nicht alle. Wir bewegen uns immer rechts. Ja, und das war nicht politisch gemeint. Nein, nein, nein. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch... Was machst du denn? Hallo? Schon wieder Frau am Steuer, ungeheuer, oder was? Das ist ja echt interessant, hey. Das war eine coole Idee von dem Zuschauer. Ich habe leider seinen Namen vergessen, seinen Nickname, sonst würde ich ihn jetzt hier an der Stelle erwähnen. Vielleicht blende ich ihn ein, nachträglich, wenn ich nachgucken kann. Der wusste, dass da eine Frau fährt und dass es da richtig was zum Lachen gibt. Ich bin dein Vater. So, jetzt fährt er in die Fußgängerzone, der kleine Pisser. Vielleicht sollte ich den auch mal untersuchen. Vielleicht ist da irgendwas nicht in Ordnung. Hallo? Der fährt hier auch noch Menschen über den Haufen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das genau funktioniert mit dem Videobild, mit dem meiner Kopfcam da. Ob ich das überhaupt richtig einbauen kann in das Hauptvideo. So, jetzt bin ich wirklich mal erschrocken. Was war das denn? Ich konnte ja nicht ahnen, dass der mitten durch die Fußgängerzone rollt, der blöde Penner. Da können wir gerade schon mal ein bisschen vorausfahren. Von mir rennen sie mal weg, die blöden Typen hier, die Fußgänger, aber vor ihm nicht hier, oder was? Ha! Weggebeamt! Aha! Was willst du denn? Warum hast du eine Maske auf? Und warum liegt hier kein Stroh auf dem Boden? Und warum ist jetzt einfach das Spiel aus? Meine Fresse. Ich bin am Bürgersteig aufgesetzt. Ui, ui, sagen Sie, können Sie nicht mal anständig fahren? Pass auf, Alter. Ich komm gleich runter und polier dir das Fressbrett. Jetzt reicht's hier, verflucht. Schau dir das mal an. Wie soll ich das denn sonst schaffen? Kackvögel. Alles Kackvögel hier. Tag miteinander. Wir sind mal wieder zurück in unserer kleinen Welt, in der es eigentlich nur einen Turm aus Dreck gibt und sonst Schwachsinn, Blödsinn und keine Ahnung. Und mich. Sag ich doch, Schwachsinn, Blödsinn und keine Ahnung. Au!
So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend für heute. Ja? Yeah. Das spielen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und dann können wir uns erstmal von den Zuschauern verabschieden. Ich sag mal ciao, ciao, liebe Zuschauer. Tschüss. Sagst du auch mal, kannst du an die Kamera reinwinken, die ich da hingestellt habe, die du noch nicht gesehen hast, ne? Da? Wie? Hast du die angemacht oder was? Tschüss! Boah, du hast genau 10 Sekunden. Ich muss weg. Ich muss weg. Bist du so ein Arsch? Das gibt's ja wohl jetzt überhaupt ja gar nicht. Du Arsch! Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.